Boah, lausig kalt hier draußen. Bin hier in meinem Garten natürlich. Ich wollte einfach draußen sein, statt dieser blöden Innenaufnahme. Ja, das Radreiseprojekt 2004 mit Volker, Marcel und David geht weiter. Wollt ihr wissen, was da jetzt passiert? Ich erzähle es euch gleich. Nach dem Kurzintro melde ich mich. So, jetzt mal ohne Kapuze. Ja, weiter geht's mit dem Radabenteuer 2004 mit Volker, Marcel und David. Wir waren ja in Glenair bei Bruce zu Gast, ne? Auf dieser Radreise entlang der Südküste von Australien, von Melbourne Richtung Adelaide. Und Volker und ich haben uns ja getrennt. Das machte pädagogischen Sinn, dass wir die zwei Jugendlichen mal auseinander dividieren. Jetzt war ich mit David allein unterwegs und der größte Teil des jetzt heutigen, ja, der Bilderserie beschäftigt sich natürlich mit der Reise mit David alleine und die Wiederzusammenkunft. Lasst euch einfach überraschen, folgt der Bilddokumentation. Viel Spaß, sagte Helge. Ja, und los geht's. Wie gesagt, wir sind bei der Familie in Killarney, bei Gwen und Ken, also Gwenda und Ken. Und wir haben unser Fahrrad schon mal aufgestellt, falls Volker vorbeikommen sollte. Da hatten wir noch keinen Kontakt mit ihm. Ja, das ist Gwenda, unsere Gastgeberin. Eine ganz tolle Frau übrigens. Herzensgut, ihr Mann genauso. Und wir wurden da sehr gut beherbergt, betreut und auch beköstigt. Ja, die hatten ganz viel Tierwelt und natürlich ihren, ich sag mal, ihren Pflanzenanbau. Ja, das sind alles Pflanzen, die ja auf großem Gelände angelegt haben, selber gezüchtet haben und wahrscheinlich dann auch verkauft haben. Vor dem Hauseingang, hinterm Haus allerdings, ein ganz kleiner Eingang war das, David da unterwegs und wie gesagt, der hatte viel Spaß mit den Tieren, in dem Fall, brauche ich nicht zu erwähnen, Schaf, ne? Ja, Schaf bei Schaf, nein. Ja, Gwen und Kenda, schade, kein sehr klares Bild, aber da sind sie beide fröhlich, fit wie immer. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, herzensgute Menschen. Ja, am Abend, weil Volker und Marcel, die ja eigentlich hätten unterwegs sein müssen, immer noch keinen Kontakt mit uns aufgenommen haben, haben wir uns auf den Weg gemacht in einen Vulkankrater namens Tower Hill. Also Touristen fahren da oft vorbei, sollten sie nicht tun. Das ist eine hochspannende Sache mit einer sehr bunten Tierwelt und einer genussvollen Landschaft. Ja, und alles, was da so in Australien herumkreucht, ist da anwesend. Hier in dem Falle ein Emu. Jetzt kommt eine ganze Menge an Tieraufnahmen. Ja, ich glaube, ja, wenn man genau hinguckt, in der Mitte des Bildes ein springendes Kangaroo in der Landschaft. Vielleicht auch ein Wallaby, bin ich ganz sicher. Ja, diese tieffrequenzig brummenden Emus waren überall unterwegs. Die waren überhaupt nicht scheu. Man konnte echt in die Nähe gehen und wenn man was zu essen hatte, haben die dort echt einen aus der Hand gefuttert. Ne? Trotzdem sehr große, fast bedrohliche Tiere, an denen wir auch Spaß hatten. Man sieht David ziemlich nah dran an diesen Tieren. Wie gesagt, sehr zutraulich. Ja, nochmal eine ganze Menge Tierfotos bei diesem Rundgang durch den Tower Hill in diesem Vulkankrater. Deshalb jetzt nicht verwundert sein. Da wir uns ja länger aufgehalten haben, haben wir natürlich dann auch entsprechend ganz viele Fotos da gemacht. Also Emu rechts, Emu vorne, Emu links und so weiter. Da auch mal wieder ein. Also fotografieren war da von diesen Tieren überhaupt kein Problem. Und keine Angst, da kommen gleich noch ein paar andere als Emus. Ne? Wollen wir wechseln. Ja, zur Überraschung wieder ein Emu. Hat wohl mal in einem Fotoalbum geklebt, deshalb sieht das so ausgeschnitten aus. Ja, bevor es weitergeht mit der Bilderserie, eine kurze Unterbrechung, jetzt doch mal eine kleine Erklärung. Ja, wir sind ja bei der holländischen Ehepaarfamilie angekommen und abends habe ich dann endlich nach zwei Tagen wieder telefonischen Kontakt gehabt mit Volker, der mit Marcel unterwegs war, einen Tag hinter uns geblieben ist, weil die ja einen Tag arbeiten waren bei Bruce auf dem Land in Glenair. Und dann habe ich ihn endlich erreicht und völliger Zufall. Der hat seine Tour
abgebrochen, ganze 500 Meter von uns entfernt, hat es ja bei einer anderen Gastgeberfamilie da, wer eingebucht sozusagen, hat dort sein Zelt aufgeschlagen und hat da übernachtet. Ich hatte ihm noch angeboten, ey, komm doch noch vorbei, hier hast du eine gute Unterkunft mit guten Gastgebern, sogar mit guter Verpflegung. Ja, da abgelehnt. Ja, und dann mussten wir halt bis morgen früh warten. Ja, und dann kam er angefahren mit Marcel und davon habe ich auch direkt ein schönes Foto gemacht. Ja, weiter geht's im Takt. Ne? Also da kamen Volker und Marcel am anderen Morgen dann endlich angefahren, der 9. März mittlerweile. Und ich war hochglücklich, dass wir alle vier wieder weiter zusammenfahren konnten. Ich habe es nicht so ausgehalten, alleine mit David weiterzufahren, abgetrennt von denen, mit denen wir die Tour halt geplant haben. Hat mir ein bisschen wehgetan. Ja, was haben wir gemacht? Natürlich Werbung gemacht für den Tower Hill, für den Vulkankrater und haben dann Volker und Marcel eingepackt und denen hat auch gezeigt. Und jetzt zur Abwechslung auch mal die süßen, niedlichen kleinen Koalas. Ja, die hingen dann ihren Eukalyptusbäumen. Ja, 21 Stunden pennen habe ich gehört, 2 Stunden essen und der Rest, na sagen wir mal, Kinder machen. Ja, das war jetzt ein sehr auffallender Strauch, den ich da fotografiert hatte. Kam jetzt auf dem Foto nicht so rüber, der sah sehr exotisch und weil er so alleine stand, richtig genial aus. Ja, jetzt kommen einige Koala-Fotos, putzig und süß. Wir haben natürlich mit der Kameralinse die ein Stückchen weit näher rangeholt und haben dementsprechend ja echt schicke Aufnahmen von diesen kleinen Tierchen, die bei den Australiern nicht ganz so beliebt sind wie bei uns Europäern. Für uns sind das ja exotische Tiere, für die Australier eigentlich manchmal Pflanzenzerstörer. Naja, ja, sowas hätte jeder gerne in seinem Bettchen als Stofftierchen. Ne? In echt würde ich nicht so empfehlen. Ja, aus allen Perspektiven, hier klettert wohl einer gerade den Baum hoch oder auch runter, keine Ahnung. Bin auch noch mal sicher, ob wir da auch ein bisschen den Baum hochgeklettert sind und einfach näher ranzukommen an diese Koala, um dann ein Foto zu machen. Wie gesagt, meistens haben die gepennt, wenn man aber dann gegen den Baum geklopft hat, da haben sie kurz ihr Köpfchen hervorgestreckt. Ja, zur Abwechslung mal ein springendes Känguru oben rechts zu erkennen. Ein bisschen weiter weg, oder Wallaby kann auch sein, ich glaube hier eher ein Känguru von der Größe her, nee, da dürften eher Wallabies sein. Die waren scheu, ja, also sehr selten, dass man die ganz nah vor die Linse bekommen hat und dann entsprechende Fotos machen. Das Foto ist doch verkehrt rum, oder? Täusche ich mich da? Ja, sicher, ein Känguru steht da auf dem Kopf, was habe ich denn da gemacht? Egal, sieht schon etwas besser aus, da leider nur die Füße, die Beine von dem Wallaby oder Känguru drauf und der Kopf irgendwie verdeckt von Strauchwuchs. Ja, das ist doch wohl mal ein Volltreffer. Ne? Keine Panik, die Fahrradtour geht auch irgendwann wieder los, dann haben wir auch wieder Fahrradtourbilder. Aber jetzt, ne, wer es liebt, sowieso liebt, der sieht jetzt hier eine ganze Menge an australischer Tierwelt. Ja, putzig, ne? Die kleinen Ärmchen von diesen netten Tierchen. Wir hatten unseren Spaß und die Jungs vor allen Dingen hatten da echt einen Spaß. Also wann sieht man schon mal Kängurus in der freien Natur und außerhalb eines Zoos? Ja, ne, da war es der Fall. Ja, irgendwann war Verabschiedung angesagt von Gwenda und Ken und wir haben es wieder auf Tour gemacht. Hier ist das nächste putzige Tierchen, Volker. Und wir waren wieder unterwegs. Unser Ziel natürlich erstmal Richtung Haywood und Mount Gambier. Alles Richtung Adelaide. Wunderschöne Fotoaufnahme, vor allen Dingen die zwei Bäume da im Hintergrund. Die haben uns echt angetan. Also echt ein schöner Pausenplatz. Dürfte dieselbe Stelle sein. Volker repariert wohl mal wieder was. War ja unser Handwerker, unser Mechaniker. Das hat er alles gut im Griff gehabt. Also in dem Punkt hatten wir keine Probleme. Ja, etwa bei Haywood, in dem Ort Haywood, haben wir dann diese Scheune ausfindig machen können, wo wir den Farmer gefragt haben, ob wir da übernachten durften. Und wir durften. Ist ein Schafstall übrigens. Dementsprechend versaut war das da drin. Gott sei Dank gab es da Besen, Handkehrblech und so weiter. Und dann haben wir uns da mit Schlafsäcken breit gemacht. Hier hat Volker ganz schlechte Laune, weil bei Marcel hat beim Abschütten des Kochwassers der Nudeln die ganzen Nudeln fallen lassen. So hatten die nichts zu essen, die armen Schweine. Donnerstag, 11. März, da ging es wieder weiter, immer Richtung Adelaide. Ja, Straßenschilder waren immer so ein schöner Beweis. Boah, da 537 Kilometer bis Adelaide, ganz schöne Ecke. Ja, das ist ja etwas mehr als eine Woche, denke ich mal. Ne? Aber wir hatten immer noch Spaß, das Wetter war relativ okay.
Das könnte der Ort Dartmoor sein. Ich bin mir fast sicher, dass es ist. An dieser Haltestelle habe ich dreimal gehalten, als ich dreimal diese Strecke zwischen 2000 und 2010 mit Jugendlichen im Rahmen von individualpädagogischen Projekten da lang gefahren bin. Ja, Pauseplätze typisch, irgendwo an Eingängen von Farm, woanders war schlecht möglich. Und das ist einer der romantischsten Abende überhaupt gewesen. In einem Wald, genau an der Provinzgrenze von Victoria und South Australia. Sehr abgelegen gelegen. Wir waren da so ziemlich alleine, konnten da diese Grillstelle nutzen zum Kochen unserer Sachen auf dem Feuer. Es war eine herrliche Nacht, vor allem wenn man dann unten auf dem Boden liegend durch die Bäume hindurch, diese langen, den Sternenhimmel dann beobachten konnte. Also wer das vergisst, ja, der hat irgendwie wenig Gefühle oder so, keine Ahnung. Man sieht im Hintergrund das Zelt aufgebaut, Volker bestimmt am Daddeln mit dem Handy und die Jungs machen das Feuer. Also die haben das echt richtig genossen. Es war ein wunderschöner Abend, ich kann es immer nur wiederholen, sorry meine Begeisterung. Aber das war Romantik, Abenteuer pur. Und die Jugendlichen werden das wahrscheinlich auch zeitlebens da in Erinnerung behalten. Ja, ein bisschen näher fotografiert, rangeholt. Die haben, wie gesagt, sich mit dem Feuer beschäftigt. Mal gucken, was jetzt für ein schönes Foto kommt. Ja, ich darf eben auch mal drauf sein auf dem Foto. Ich ziehe da ein ganz blödes Gesicht. Mal gucken, ob wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf sind auf dem Foto. Dann können wir die Gesichtszüge noch besser erkennen. Ja. Ja, warum gucke ich da so? Alle drei irgendwie ganz, ganz tollen Blick. Ja, Charakterbezüge abgebildet. Jo, Essen fertig? Nee, noch nicht ganz. Die sind immer noch am Kochen. Und Volker hat sich mittlerweile auch dazu gesellt und genießt auch diesen wunderschönen Abend. Ich habe gerade gesehen, wir hatten ganz schöne Sonnenbrände. Ne? Ja, die ist, Grenze zur Provinz South Australia jetzt überschritten. Ja. Mount Gambier noch 18 Kilometer. Ja, nettes Foto, alle zeigen in die Richtung. War natürlich ein Auftragsfoto. Volker hat gesagt, zeig mal in die Richtung. Und dann haben wir halt fotografiert. Volker wollte auch mal drauf sein. Dem Wunsch wurde entsprochen. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch noch mal ein Nahfoto von ihm. Ja. Grinsen kommt er angefahren. Nun denn. Ja, Übernachtungsort bei Tanta Nulla. Bei einem Farmer auf dem Feld, da durften wir unser Zelt aufschlagen. Und an diesem Abend noch ein Jehova-Foto. Wer kennt den Film Leben des Brian? Immer dieses Jehova, Jehova, Bein nach oben, links nach oben, rechts nach oben. Ja, das war Teil Nummer 7 des Radabenteuers, Bilderserie des Radabenteuers 2004 mit Volker, Marcel und David. Vielen Dank für die Begleitung. Ich hoffe, ihr hattet euch richtig Spaß. Der Nachfolgeteil Nummer 8, der kommt in ungefähr 2 Wochen. Bleibt mir treu, ne, dem Kanal Helgenhaft. Bis dahin, sagt ciao, euer Helge.